Ausstattung der Menschen mit Einrichtungsverbrauchen, da gehört natürlich auch das Thema Make-up dazu. Wir haben ähnlich wie im Kostüm einen sehr, sehr hohen Qualitätsanspruch, was die Make-ups angeht in dem Bereich. Frau Christiane Held hier verantwortet den Bereich Maske, wo Make-up-Partner von Lippen entwickelt, umgesetzt und dann auch an die Menschen gebracht werden. Und du für die Selbstverantwortung. Ja, also hier in der Maske werden eben die Make-ups A entwickelt, B dann eben für die Darsteller nochmal genau geshootet, das erkläre ich gleich nochmal, und dann eben kommen die Darsteller, die ja ungefähr 6 bis 8 Wochen Probenzeit hier in Hamburg haben, zweimal in dieser Probenzeit hierher zu mir und meinen Kolleginnen und bekommen diese Make-ups beigebracht. Das heißt, die sitzen hier, schminken ihre Make-ups selber, werden korrigiert dabei, nicht nur was das Make-up selber angeht, sondern eben auch was Techniken, Schminktechniken angeht. Unsere Make-ups bewegen sich in der Range von einem, ich sag mal, normalen Beauty-Make-up bis hin zu wirklich das Geschlecht, die Form, die Farbe des Gesichts komplett verändernden Make-ups. Ich habe da mal so ein paar